Du sprichst es an, wir haben eigentlich geplant gehabt, den Sonntag frei zu machen, aber es war einfach nicht möglich durch die 120 Minuten. Es war ein harter Pokalfight, wo wir sehr, sehr glücklich sind, dass wir das Thema für uns entscheiden konnten, was natürlich sehr, sehr knapp war und viele Nerven gekostet hat. Von daher war es sinnvoll, dass wir einfach auch durchtrainieren, regenerieren, dort den Motor am Laufen lassen, wie bei der Tour de France. Kein Stillstand, sondern ja, das Fahrrad am Laufen halten. Das war, glaube ich, wichtig. Hat den Jungs gut getan, dass sie jetzt auch wieder dann langsam die Frische erlangen für das ja, sehr, sehr geile Spiel, was wir vor uns haben am Freitag. Ja, also jetzt Altinegi ist für mich im Grunde die spielstärkste Truppe in der Liga. Sie haben unheimlich gute Spieler in ihren Reihen. Wenn ich nur an Zigerci denke, ein außergewöhnlicher Spieler, der mit dem linken Fuß echt viel auflösen kann. Sie haben hinten drin mit Zeiger jemanden, der zwar klar auch schon erfahren ist, 32 Jahre jung ist, wollen wir es mal so nennen, aber im Grunde die Truppe die ganze Zeit 90 Minuten anpeitscht, schon sehr beeindruckend. Kommt ein richtiges Brett auf uns zu. Aber wir freuen uns. Das ist eine Mannschaft, die Fußball spielt, die einen sehr erfahrenen Trainer haben mit Carsten Heine, wo ich mich auch freue, auf ihn zu treffen. Und im Grunde haben sie ja vor den beiden Niederlagen 7-mal hintereinander gewonnen. Das sogar zu null, haben dort jeden Rekord, den man da irgendwie brechen kann, gebrochen. Und boah, das ist schon echt eine starke Leistung in der Liga, sag ich mal, auch so aufzutreten. Die beiden Spieler, du sprichst es an, waren Niederlagen, wo sie dann auch in Unterzahl noch auskommen mussten. Von daher müssen wir das, glaube ich, richtig einzuordnen. Freuen uns aber extrem auf dieses Spiel, weil wir, glaube ich, auch eine Truppe sind, die Fußball spielen und dort zwei ja, Mannschaften aufeinandertreffen, die den Ball laufen lassen. Ja, da stimme ich unserem Trainer natürlich zu. Wie gesagt, die Serie haben sie hingelegt. Letzten zwei Spiele halt auch Pokal jetzt leider verloren. Ist eine spielstarke Mannschaft, auch mit einer individuellen Qualität. Das muss man schon sagen. Wir haben sehr gute Spieler in den Reihen. Ich glaube trotzdem, dass wenn wir eine sehr gute Leistung wieder abrufen, auch den Ball laufen lassen, dass da einiges möglich ist. Und wir fahren natürlich hin, um 3 Punkte mitzunehmen. Wir fahren jetzt nicht hin, um sagen, wir versuchen ein gutes Spiel zu machen und ja, schauen wir mal. Personell sind wir, sag ich mal, gut aufgestellt, haben soweit alle Jungs im Training. Klar, Burim ist jetzt noch angeschlagen, wird uns leider nicht zur Verfügung stehen, aber sonst können wir im Grunde fast aus den Vollen schöpfen. Öljan, wissen wir, ist langzeitverletzt, aber ja, sind alle bereit, Wunden sind geleckt, Krankenakte ist gewälzt und können jetzt dann auch loslegen. Die Stimmung ist ja trotzdem gut. Letztendlich sind wir jetzt ins Finale wieder gezogen, das, was wir erreichen wollten. Wir wollen natürlich so ein Highlight-Spiel haben wie letztes Jahr und dieses Jahr. Wir haben die Woche ein bisschen ruhiger angegangen erstmal, dass sie die 120 Minuten geackert haben, sich ein bisschen erholen konnten. Die, die weniger gespielt haben, haben Spielersatztraining gemacht und trotzdem mehr Prozent nochmal gegeben. Und jetzt, letzten 2 Tage waren wir ein bisschen hochgefahren. Heute noch ein bisschen Taktik und morgen natürlich das Abschlusstraining und dann fahren wir Freitag nach der Klinik und wollen ein gutes Spiel abliefern. Statistiken sind ein wichtiger Faktor. Manchmal muss man sie einfach auch brechen. Ich glaube, dass da alles möglich ist in dem Spiel. Es ist ein Freitagabendspiel unter Flutlicht wahrscheinlich. Und ja, ich glaube, da kann alles passieren. Da wird es auf die Kleinigkeiten ankommen. Zwei Mannschaften, die ja jetzt ihre Punkte geholt haben, aufeinandertreffen. Freue mich da riesig drauf. Und da können wir uns speziell an so einer Mannschaft auch messen. Ich glaube, als Fußballer gibt es nichts Geileres als Abendspiele um 19 Uhr. Oder halt, wenn man mal höher will, in der Champions League halt 21 Uhr oder so. Ich glaube, da freuen wir uns alle drauf. Ist auch ein schönes Stadion. Es ist das erste Mal für mich, dass ich dort spiele im Jahn-Sportpark. Aber zu Hause ist es natürlich trotzdem schöner, denke ich mal. Nein, ist für uns schon Business as usual. Im Grunde kennen wir die Fahrten nach Berlin. Wir haben viele Mannschaften oder viele Gegner, die aus der Berliner Ecke kommen. Ich bin gern mal dort, weil ich bin gebürtiger Berliner. Habe dann immer mal die Möglichkeit, vielleicht auch meine Eltern mal kurz zu sehen und zu haschen. Ja, wird kein Problem sein. Der Bus ist vollgetankt und wir können losfahren und das Spiel genießen.